Kommen wir nun zur letzten Schlagzeile von Sophie Siavash. Es ging tatsächlich sehr lange um Dieter Hallervorden und den Nahostkonflikt. Naja, aber ich bin gespannt, was Kayvan uns zum Schluss noch zur Ukraine und auch zum Diskurs in Deutschland, zum Einstehen für Werte zu sagen hat. Da hat er nämlich gerade auch noch was sehr Interessantes gesagt, was wir uns jetzt auch noch zusätzlich zu seiner Schlagzeile gemeinsam ansehen werden. Aber wenn diese Leute sagen, ja, ich habe Angst, steht denn ausgerechnet dieser Typ dafür, dass er Angst hatte, für das einzustehen, für was er gesagt hat? Doch eben nicht. Da machen sich die Leute Angst, wie sie dastehen. Dieser Mann hat sich ans Kreuz nageln lassen für seine Überzeugung, er ist nicht eingeknickt. Wenn also Leute ständig von christlich-jüdischen Werten reden und dann sich Angst haben um ihren Ruf, da kann ich nur sagen, du bist einfach unglaubwürdig. Du bist echt durchgefallen. Das ist einfach schlecht. Weil ich gehöre keiner organisierten Religion an. Aber wenn ich mich mit so jemandem identifiziere, und ich identifiziere mich mit Jesus, was war ein Querdenker mit einem Palästinenser im Hintergrund, der wäre heute gedroht worden, das ist eigentlich eine Terrorzelle, der hat nicht vor den Römern klein beigegeben. Der hat gesagt, nee, es ist nicht in Ordnung, was wir hier machen. Der hat also Mumm und Mut bewiesen. Und wenn man sich ständig auf diesen Mann beruft, auf die Bibel und das alles beruft, und dann, wenn es drauf ankommt, immer die Schnauze hält, dann, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. In diesem Fall verraten wir diese Bevölkerung seit 1948 und tun immer so, als wenn nicht der Zeitpunkt ist. Wir sind echt schlechte Christen, muss ich sagen. Echt schlechte Christen. Und wenn man darauf wartet, dass Jesus zurückkommt, in so einem Land kannst du nicht zurückkommen, weil die haben nichts gelernt. Die sind einfach nur Lügner. Und zwar warum? Aus Feigheit. Naja, also wir können zum Abschluss. Es ist Feigheit, weil dann bläst dir ein medialer Wind entgegen. Und ja, da bläst dir ein medialer Wind entgegen. Und wenn man sich auf diesen Jesus Christus Beruf besagen, das muss dir egal sein. Du musst für das, was du predigst, auch stehen. Wo stehst du? Glaubst du an irgendetwas? Und ich glaube daran, dass die Menschen vor Gott gleich sind. Und mein Job besteht, wenn irgendwo ein anderer Mensch einem anderen das Lebensrecht aberkennt und Gewalt rechtfertigt, weil der andere auch hat, ja, dass ich dann eben sage, das geht so nicht. Und dass ich mich hinstelle und sage, das kann ich so nicht weiter unkommentiert lassen oder aber mich auf die Seite derer stellen, die mit schwersten Waffen auf Frauen und Kinder schießen, weil sie 15 Terroristen jagen. Das geht so nicht. Und das weiß auch jeder. Jemand, der das nicht sagt, ist einfach nur feige. Punkt. Ja, ich will nur noch einen draufsetzen zum Abschluss unserer Sendung, die wir heute ohne unseren wunderbaren Paul Brandenburg, dem wir nochmal alles Gute wünschen, absolvieren konnten, dürften, mussten. Ich bin noch nicht fertig mit der Schlagzeile, habe ich noch gar nicht gebracht. Ich möchte meine Schlagzeile, nämlich Ukraine, ein kleiner Schritt für Putin, ein großer für die BRIC-Staaten, entsprechend einordnen. Was wir in Israel erleben, das hat etwas mit unserem Westblock zu tun. Was bedeutet das? Wir erleben in der Ukraine, dass dort eben nicht nur das amerikanische Militär und die NATO kämpfen, sondern es geht darum, Märkte zu erobern. Und das ist ja ein kriegerisches Wort. Unser westliches, kapitalistisches, amerikanisches System muss wachsen, um überleben zu können, denn weil der US-Dollar ist am Arsch, um es mal deutlich zu sagen. Wenn du sagst, fick mich in Knie, er ist am Arsch. Und das heißt, uns begegnet in der Ukraine letztendlich die BRICS-Staaten. Das ist die Zukunft, nämlich eine multipolare Welt, in der wir uns schon befinden. Und das heißt, alles, was wir gerade an Militärhilfe, amerikanische Militärhilfe in der Ukraine ausgeben, ist zwanghaft, weil wir neue Märkte erobern müssen. Ist auch ganz klar gesagt worden, wollte man immer erst die Ukraine und dann möchte man Russland filetieren, damit dieses Wirtschaftssystem weiterlaufen kann. Und das werden sich natürlich die betroffen sind, nicht gefallen lassen, weil sie das wissen. Auch wenn man von den Chinesen nichts hört, auch wenn man vom Iran nichts hört, die wissen, um was es da geht, auch wenn man Taiwan, es hat alles damit zu tun. Das heißt, hier sehen wir etwas. Und jetzt gibt es natürlich die Untergangsstimmung. Wenn die NATO 61 Milliarden reinsteckt in diesen Krieg, können wir den dann gewinnen? Das werden wir nicht. Das Geld geht direkt an die amerikanische Waffenindustrie, das Land wird komplett an BlackRock verkauft und dann werden wir feststellen, wie bei Verdun, du kannst einen Krieg nicht nur militärisch nicht gewinnen, sondern du kannst ihn vor allem nicht gewinnen, sondern nur verlieren, wenn du keine Soldaten hast. Und die haben wir nicht. Und ich möchte hier nochmal an die Russen und an die Chinesen erinnern. Die haben andere Möglichkeiten, Leute zu rekrutieren. Damals bei Tschernobyl hat die russische Regierung gesagt, per Dekret, jeder junge Mann, den wir auswählen, muss nach Tschernobyl und muss mit einer Schaufel... Ja, das war doch die sowjetische. Du kannst die Sowjetunion nicht mit dem heutigen Russland vergleichen. ...irgendwie dieses Atomkraftwerk versuchen zu beerdigen. Da haben die 800.000 Menschen verbraucht. Die waren danach verstrahlt und sind gestorben. Das heißt, das können die jederzeit wieder tun. Und wenn die Russen in die Bredouille geraten würden, bevor sie die Atomraketen zünden, ja, werden sich die Chinesen holen. Die Chinesen werden dort dann aushelfen, werden auch sagen, wir mischen uns nicht ein, so wie die Deutschen ja sagen, sie mischen sich nicht ein, sie liefern eben nur Waffen. Das kann nur in einem großen Konflikt enden. Und ich glaube, dass dann am anderen Ende noch ein paar Militärs sitzen, die sagen, das nützt uns ja gar nichts, das wird ja ein Pyrrhus-Sieg, wir müssen uns irgendwie einigen. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Ich hoffe, dass es ein paar vernünftige Menschen gibt, die sagen, ich drücke nicht auf die Rakete, Kopf, weil die anderen sind dann in 6 Minuten da. Aber dass wir als Bürger erkennen, hier verdient im letzten Schluss noch einmal der Westen durch Rüstungsindustrie, während er parallel
in China einbezahlt. Das haben wir ja damals erlebt, als die Briten als Ersten, ja, bei der größten chinesischen Bank einbezahlt haben, um One World, One Belt zu realisieren. Und das ist der Verrat an all dem. Wenn man sich die Eliten oben, die setzen auch beide Pferde. Und das ist das Kranke an all dem. Das heißt, ich gehe davon aus, dass, wenn wir sehen, dass es nicht läuft und es wird nicht laufen, dass dann ein Einberufungsbefehl kommen wird an europäische Armeen, auch an die Deutschen. Wir arbeiten, sehen ja jetzt schon, dass die nicht neu diskutiert wird. Und deswegen möchte ich das nur allen Leuten sagen. Deswegen, wenn man sagt, das ist ganz weit weg. Das ist so weit weg, wie Stalingrad weg war von dem, was dann in Berlin passiert ist. Wenn die merken, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen, dann werden sie sagen, und jetzt schicken wir doch die restliche Bevölkerung rein, weil die wollen wir eigentlich auch loswerden. Das ist ein Abverkauf von Menschen, ein Abverkauf von Waffen. Es ist ein Abverkauf. Und das sind zwei Systeme, die aneinander clashen. Und wenn man sich die NATO-Staaten anguckt oder sagen wir die Bevölkerung im Westen mit 1 Milliarde und auf der anderen Seite mindestens 2,5 Milliarden, ist auch vollkommen klar, wie das ausgehen wird. Und die andere Seite ist genau wie wir, bis an die Zähne atomar bewaffnet. Ja, hier hat Kevan komplett recht. Und so ein großer Konflikt, nicht nur Ukraine, auch im Iran droht das. Wenn Israel den Iran angreifen sollte und der Westen sich hinter Israel stellt, gesehen, Israel kann sich noch so aggressiv verhalten. Wir sind bedingungslos solidarisch mit Israel, selbst wenn es ein iranisches Botschaftsgebäude angreift, was vollkommen illegal ist. Wir sind bedingungslos solidarisch. Also wir unterstützen Israel, wenn es zu einem Krieg kommen würde. Dann haben wir einen großen Konflikt, wo auf der einen Seite die NATO und auf der anderen Seite Russland und China stehen. Also so ein Weltkrieg ist sogar im Nahen Osten sogar noch wahrscheinlicher als in der Ukraine, denn in der Ukraine ist Russland auf dem Schlachtfeld gerade am Gewinnen. Also Kevan hat gerade die Möglichkeiten beschrieben, die Russland hätte, aber so wie es gerade aussieht, muss Russland die nicht mal ausschöpfen. Russland muss, abgesehen von der Zwangsrekrutierung, die es im Herbst 2022 gab, wohl keine weiteren Zwangsrekrutierungen vornehmen. Anders als die Ukraine, wo Leute gerade schon auf der Straße gejagt werden, um dann ohne Ausbildung an die Front geworfen zu werden. Das sind ja die Zustände in der Ukraine. Das ist genau das, was wir in Israel-Palästina sehen. Wir als Bürger. Und danke an SepiTV, dass du ein Abonnement verschenkt hast. Danke an SepiTV. Sorry, das hatte ich gerade vergessen. Müssen sehen, dass da Interessen sind, die immer versucht haben, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, was aber nicht funktioniert, denn wir wissen es, das menschliche Denken sollte sich geändert haben, hat es aber eben nicht, nur die Atombombe, die ja existiert. Und mein Appell an alle, die das hören, damit wir nicht nur Ohnmacht produzieren, ist, sich darüber klar werden. Wenn Menschen mit immer größeren Knarren sich gegenüber sitzen und die sitzen auf einem großen Fässern und wenn sie die in Luft jagen, gehe ich davon aus, dass mich das nicht trifft, dann bin ich ein Idiot. Das heißt, wir sollten als Friedensbewegung sagen, wer spielt da eigentlich mit wessen Leben? Die spielen mit unserem Leben. Wir haben auf beiden Seiten Gruppen, die sagen, wir machen es wie immer mit dem großen Holzhammer. Es wird allerdings nichts mehr übrig bleiben. Und Deutschland wird Kampfzone werden. Und was wir in Israel lernen, ist, dass wir weggucken. Deswegen, das geht uns alles nichts an. Es geht uns etwas an. Es ist wieder Kampfzone. Und ich würde mir wünschen, dass Sendungen wie diese den Effekt haben, dass Leute sagen, das ist eine richtige Analyse. Und wenn man wie weit werden die denn gehen? Wir haben es schon mal erlebt, wie weit deutsche Regierungen gehen. Die Verantwortlichen haben sich danach erschossen und es war keiner mehr zuständig. Und wer war der Leidtragende? Das waren wieder Deutsche. Und da sind wir auch wieder bei Wahlen. Was wir in Deutschland gelernt haben, ist, deutsche Geschichte immer nur von 13 dunklen Jahren zu sehen. Das heißt, man hat uns auch nicht nur eine komplexe Situation, wir haben uns auch komplexe eingerufen. Was wir müssen, wir brauchen ein neues, ehrliches, patriotisches Gefühl zu unserem Land, so dass wir sagen, wir wollen nicht in einem Krieg für wen auch immer hochgehen. Das wollen wir nicht. Wir haben aus der deutschen Geschichte gelernt, dass wir sogar mit dem schwierigsten Nachbarn reden. Da bin ich bei Brandt oder Schmidt. Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als einen Schuss. Das sollten wir tun. Das ist das, was ich mir wünsche. Und da sind wir auch bei Halaf, sind wir bei Israel. Wir sollten endlich anfangen, wenn es Konflikte gibt, es geht ja nur um den großen Kuchen, wie groß ist mein Stück, sagen, es reicht doch für alle. Ja, es reicht für alle und diejenigen, für die ihr kämpft, wären bereit zu teilen. Ihr könnt damit aufhören. Das heißt, wir müssen uns selbst ermächtigen und von diesen Regierungen, egal wie die Partei dann heißt, wird es nicht kommen, weil die denken im System. Wir müssen dieses Pyramidensystem verlassen. Wir müssen auf Kreisebene arbeiten. Wir brauchen direkte Demokratie. Und wenn du, egal wo in Europa, mit direkter Demokratie fragen würdest, sind sie für Waffenexporte? Nein. Sind sie für dieses Geldsystem? Nein. Sind sie für Gegenverhandlungen? Nein. Die Menschen wollen es anders. Und wenn Verhandlungen und Waffenexporte lassen sich einfach klären, aber Geldsystem, wie soll das Geldsystem aussehen, wenn nicht dieses Geldsystem? Also darüber bräuchten wir mal eine Debatte. Also, dass das Geld am schlechtesten, da werden viele bestimmt zustimmen, aber die Forderungen, wie ein ideales Geldsystem aussehe, die gehen bestimmt sehr weit auseinander. Ja, aber vollkommen andere Frage. Bevor ich darauf jetzt eingehe, das würde zu weit führen. Aber wir bräuchten mehr wirtschaftspolitische Debatten. Da reicht nicht ein simples Ja und Nein. Bei Waffenexporten in Kriegsgebiete einfach Nein.
Und Verhandlungen, ja, auf jeden Fall. Die meisten Konflikte ließen sich durch Verhandlungen lösen. Im Fall der Ukraine, da will der Westen Krieg. Russland ist verhandlungsbereit. Ich sag's immer wieder, Demilitarisierung, Entnazifizierung, Neutralität und Anerkennung der territorialen Realitäten. Also vier Forderungen hat Russland, vier zentrale Forderungen. Und wenn die erfüllt werden, dann gäbe es in der Ukraine Frieden. Der Westen will diesen Krieg, der Westen setzt diesen Krieg fort und deswegen gibt es ihn. Im Nahen Osten unterstützt der Westen das israelische Vorgehen. Israel kann machen, was es will. Und deswegen gibt es da diesen Krieg. Wenn der Westen Druck auf Israel ausüben würde, Kevin hat es schon gesagt, dann hätten wir dort Frieden. Aber ja, das ist die Situation. Das ist die Situation. Deswegen brauchen wir endlich eine friedensbewegte Öffentlichkeit, die Druck auf die Regierung ausübt. Wenn wir es wollen, müssen wir es tun. Dann müssen wir es uns selbst ermächtigen. Das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Sendung. Danke ich dir sehr. Dieter Dehm achtet auf die Zeit. Also sonst... ist es Dieter Dehm ja immer, der länger redet und der immer noch mal unterbrechen muss. Achtet aber auf die Zeit, wo Paul Brandenburg nicht da ist. Völlig deckungsgleich, will nur noch mal ergänzen, das Patriotische, was du ansprichst, das hat ja Gustav Heinemann, unser früherer Bundespräsident, wunderbar ausgedrückt. Ich liebe meine Frau, ich liebe nicht meinen Staat, aber ich bin Verfassungspatriot und das hat bei ihm immer eingeschlossen, ein Patriotismus, der sich auch auf den Widerstand gegen Hitler und den Widerstand gegen Unrecht, in dessen Spuren wir uns bewegen wollen, immer bezogen hat. Also Patriot sein heißt nicht, sich mit den Herrschenden zu identifizieren, sondern wirklich die gesamten Wurzeln, die in diesen nationalen Traditionen, auch widerständigen Traditionen, sich dazu zu bekennen und in diesem Sinne zu handeln. Ich hoffe, dass wir mit dieser Sendung ein bisschen was zu beigetragen haben. Leider ohne Paul und das nächste Mal bin ich mir ziemlich sicher, wird unser Dr. Paul Brandenburg sich so selbst therapiert haben, dass er wieder dabei ist. Und dir, Kevan, für deine mutigen Ausführungen. Sehr, sehr gute Folge. Herzlich. Wie gesagt, Schlagzeile der Woche ist tatsächlich die erste, also die von Dieter Dehm mit Dieter wirklich, wirklich mir besser gefallen als die meisten anderen Folgen. Wahrscheinlich, weil Kevan so lange reden konnte. Also Kevan Sofisiyavash, der kann ja wunderbar länger reden, Dinge erklären. Also vielleicht müssen wir auch nochmal auf ein Interview mit ihm reagieren. Aber bei der nächsten Folge, da kann ich schon aufklären. Da, ich zeig's euch mal kurz. Da ist dann Dieter Dehm da, Paul Brandenburg ist da, aber Kevan Sofisiyavash wird fehlen. Also das kann man jetzt tatsächlich schon sagen. Na, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. War wieder eine sehr interessante Reaktion. Und tschüss.